da. Die Brand News Box. Es ist total krass, wie schnell die Zeit vergeht irgendwie. Also ich sehe an der Box immer, dass schon wieder ein Monat rum ist. Das ist total heftig. Ich mache die jetzt mal direkt auf. Ich habe noch nicht reingeschaut. Da ist wieder Klebeband. Das muss ich erstmal zerstören. Mal gucken, was da drin ist. Oh, die sind immer so schwer. Ich bin mal gespannt, ey. Und auch Fokus, Fokus. So, ganz viel Heu. Wie immer. Ich heb das mal an. Oh, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Was haben wir denn hier Schönes? Mentos. Und zwar Kaugummi, frische Effekt, 45 Minuten. Ah, die habe ich schon in der Werbung gesehen. Ja, ich gucke mal auf das Kärtchen. Obwohl, ich habe das letztes Mal alles eingeblendet, ne? Das ging alles viel zügiger, als ich da immer so gesucht habe mit dem... Ach nee, ich blende euch das wieder ein. Aber, ja, das ist, glaube ich, ziemlich neu mit diesen 45 Minuten. Das soll halt 45 Minuten lang, glaube ich, so frisch schmecken. Weil manche Kaugummis sind ja nach 10 Minuten schon nur noch Matsch. Und das soll hier wohl nicht so sein. Finde ich cool. Was habe ich denn hier für eine Sorte? Peppermint. Passt. Gut, dann... Oh, was ist das? Oh, 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 ist das was Böses? Es ist was Böses. Schokolade. Das ist eine Sprache, die ich nicht spreche. Ragusa Jubilee. What? Kenne ich nicht. Es ist aber eine Schokolade mit Haselnüssen. Und ja. Kann man ja eigentlich nichts mit falsch machen, außer man hat eine Nussallergie. Ne? Ich guck mal rein. Ja, sieht aus wie Tafelschokolade. Ich habe gerade voll Bock auf Schokolade. Ne? Das war ein Stück probieren. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Das ist gar nicht so eine normale Tafel. Aha. Das ist, ich zeig's euch, Moment. Das ist so. Seht ihr, hier ist so ein Plastik. Und dann liegen da so zwei Riegel, ich glaube zumindest, dass es zwei sind, liegen so nebeneinander. Ich werde das jetzt mal probieren. Oh Gott, voll das Riesenstück. Die sind ziemlich groß geschnitten. Also, Mahlzeit. Oh, die ist voll gut, Entschuldigung. Die ist echt gut, Leute. Die erinnert mich an irgendwas. Ich weiß nicht an was, aber es ist total lecker. Es ist so fluffig, es ist nicht so fest. Und schön süß und mit den Nüssen. Das ist echt gut. Ich kenne das aber bisher noch gar nicht. Vielleicht ist es neu, vielleicht kommt es auch erst raus. Ich blende es euch ja wie gesagt ein. Da wisst ihr jetzt schon mal mehr als ich. Dann liegt da hinten noch was. Oh, sind das schon wieder Frühstückskekse oder was? Das sieht so aus. Sieht so aus. Überall Nüsse. British Biscuits. Okay. Das sieht aus wie unsere Frühstückskekse. Nur aus England oder so. Der beliebteste Keks der Engländer und einer der meistgeliebten weltweit. Menschen in der ganzen Welt schätzen ihn für seine guten Zutaten und seine einmalige Vielfältigkeit. Genieße ihn zu Tee, Kaffee, Käse oder zu Milch. Hm, okay. Ja, ein Keks. Ist in Ordnung. Weiß ich nichts dazu sagen, aber ich finde es nicht schlecht. Dann ist hier sehr viel wieder in Knisterfolie eingepackt. Fangen wir mal hier an. Was haben wir denn da? Das ist Bioenergy. Natürliche Energy Drink mit Trauben, Guarana und Achai, heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Sieht so aus. Ist von Biota. Ist das die Firma oder? Nee, Schweizer. Keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall, okay, interessant aus. Es ist auf jeden Fall was zu trinken, aber
Diese Verpackung, die ist echt spacig. Die kann man auch so drücken. Witzig. Na, ich bin gespannt. Also es klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann, was haben wir hier noch? Ein Riesenglas mit irgendwas. Mal gucken, was das ist. Das ist Original Karamellgebäck. Creme Pâté à Tartinière. Ich habe keine Französisch, ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Creme, die aus Keksen besteht oder so. Hä? Eine Creme, Alternative zu Nuss-Nougat-Creme. Okay. Aufstrich für Toast oder Brot und für die ganze Familie. Okay. Das sieht irgendwie aus, als ob es aus Keks gemacht wurde. Es ist auch hier so ein Bild, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier oben ist so ein Keks und dann zerkrümmelt der und dann wird der hier zu Creme. Also ich glaube, für Low-Carb-Freunde ist das aber nichts, ne? Mal gucken. Kohlenhydrate pro 100 Gramm. 56, also die Hälfte ist schon mal Kohlenhydrate. Und dann noch 39,2 Gramm Fett. Also gesund ist es nicht, aber es klingt ganz lecker. Mal gucken. Dann, oh, das sieht aus wie etwas, das ich kenne. Hihi, wie geil ist das denn? Guck mal, die Flasche. Also, Afri-Cola. Was ist daran neu? Das Design vielleicht? Ich habe keine Ahnung, in der Brand News Box gibt es ja immer neue Produkte oder Sachen, die es noch nicht allzu lange gibt oder so. Keine Ahnung, was daran jetzt neu ist. Vielleicht einfach wirklich die Flaschenform, dass man hier so reingreifen kann. Ich weiß es nicht, aber ich finde es cool, dass es mit drin ist. Also, macht was her. Dann kommen wir zum, ich glaube, schon letzten Produkt. Nein, zum vorletzten. Und zwar... Karte weg. Schon wieder Bier. Das sieht aus wie, ja, Bitburger. 0,0% Apfel, okay. Also im Grunde ist es Apfelsaft oder wie? Aber habt ihr das gesehen beim Fußball? Da haben die immer im Hintergrund diese Werbung hiervon, mit diesem 0,0%. Da steht dann immer 0,0% alkoholfrei. Und das heißt ja eigentlich 0,0% alkoholfrei. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, also, dass es eigentlich Alkohol drin ist. Also, wenn das jetzt jemand verstanden hat, bitte meldet euch. Aber ich weiß, was ich meine. Auf jeden Fall fand ich das immer total bescheuert, dass die das dann so dahingeschrieben haben. Egal. Ja, ist in Ordnung, ne? Also, ist was für Frauen. Ich mag ja nicht so gerne so Alkoholzeugs eigentlich, aber hier ist ja keiner drin. Und Apfel ist immer gut. Ja, ist in Ordnung, finde ich gut. Und dann habe ich hier hinten noch gesehen, ist wieder ein Riegel drin von Eat Natural. Den hatten wir ja schon mal, aber ich hatte den letztes Mal in Blau. Jetzt haben wir ihn in Rot. Mit Cranberries, Macadamia-Nüssen und Zartbitterschokolade. Oh mein Gott, das klingt so gut. Das klingt gut. Oh. Also der letzte von diesen hier, der hat sehr gut geschmeckt. Also ich heb mir den mal auf für einen Moment, wo ich sowas brauche. Der klingt wirklich super. Also ich glaube, das war's. Ich guck nochmal, nicht, dass ich was vergessen habe, aber ich glaube, ja, die Box ist leer. Ja. Also ich bin zufrieden mit den Sachen, die drin sind. Aber es ist jetzt nicht so die Box. Also ich hatte schon irgendwie so Boxen, da habe ich mich viel, viel mehr drüber gefreut. Aber die ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich kann auf jeden Fall mit jedem Produkt was anfangen. Oder zumindest Leute auch damit ärgern, dass sie es mal probieren sollen. Also hier zum Beispiel das... werde ich nicht alleine vernichten, da werde ich dann Leute anstacheln, da mal zu probieren und so. Und ja, ich bin zufrieden. Was haltet ihr von der Box? Wart ihr mit eurer zufrieden? Wie immer dieselben Fragen, aber es würde mich wirklich interessieren. Und ja, wenn ihr nochmal Infos wollt, allgemein zu Brand News, dann verlinke ich euch natürlich die Seite unten, da könnt ihr euch nochmal informieren. Und ja, dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.